Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Wieso Zuckerstellen? Wir werden heute bei der Schriftart weiterzeichnen, denn die hat bei der letzten Abstimmung Haus hoch gewonnen. Und wir haben bis jetzt die Zahlen 0 bis 9 gemacht. Und ich werde euch mal die Zahlen 0 bis 9 unten verlinken. Das sind, glaube ich, insgesamt 3 Videos, also in 3 Teile aufgeteilt. Und jetzt werden wir eben mit dem Buchstaben beginnen, bedeutet ABC logischerweise. Und ja, wenn ihr dann mehr davon wollt, könnt ihr das natürlich wieder bei der Abstimmung auswählen, dass ihr mehr Buchstaben wollt und so weiter. Ist dann alles noch im Store-Link verlinkt, also da steht alles drin. Und wir gehen jetzt in Assets, Minecraft, Textures und dann nicht üblicherweise in Blocks oder sonst irgendwas, sondern in Font und das wäre hier. Und normalerweise habt ihr dann alle ja, Unicode-Tabellen hier drinnen aufgelistet und die einzige, die uns interessiert, ist auf jeden Fall die ASCII-Tabelle und die werden wir jetzt mit pin.net mal öffnen. So, das wäre die Unicode-Tabelle und das sind auch dann die ganz normalen Zeichen, die was in der deutschen Sprache so rumlauern. Und ja, da haben wir standardmäßig bei den Zahlen einfach ja normale Zahlen gezeichnet und dann halt immer so ein paar Pixel rausgebröckelt praktisch, damit es eben so aussieht, als würde die irgendwie ein bisschen zerfetzt aussehen. Sieht cool aus und euch gefällt das anscheinend auch. Und ich werde jetzt einfach mal hier die weiße Farbe nehmen, die werden wir dann, ja, also wir werden auf jeden Fall nicht die Schriftart zweifärbig machen, sondern einfach nur einfärbig in weiß logischerweise. Ja, das wäre das hier, das A. Das ist unter der 1 und ja, das A ist, glaube ich, auch wirklich, ja, muss man in dem Bereich hier zeichnen. Und ich würde sagen, wir radieren das jetzt erstmal komplett aus mit einer Pinselstärke 60 oder irgendwas. Und dann können wir eigentlich schon mal loslegen. Ja, bei dem A wird das wahrscheinlich extrem schwierig sein, dass man hier so ein normales A zeichnet, das was dann ungefähr so hoch geht, dann hier der Strich in der Mitte ist. Wird wahrscheinlich hier ein bisschen schwierig werden, aber wir werden es versuchen, dass wir das ungefähr so machen. Denn ehrlich gesagt gefällt mir das A hier überhaupt nicht gut und deshalb werden wir das jetzt einfach mal ein bisschen anders machen. Gut, bedeutet, wir werden hier unten auf jeden Fall anfangen und wir können es ja so machen, dass wir zu Beginn schon ein bisschen steil hochgehen, ungefähr 4 Pixel hier. Zack, und jetzt könnten wir dann rein theoretisch langsam eben hier reinrücken. 4, machen wir einfach nochmal 4 und hier dann nochmal 4. Und dann sollte das eigentlich ganz gut aussehen oder ganz oder sollte sich ganz gut ausgehen, sagen wir so. Ist schon mal nicht schlecht, aber ist vielleicht noch ein bisschen zu nicht spitz, also ist nicht... Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch mehr einbauen. Probieren wir es folgendermaßen, wenn wir hier 4 Pixel nehmen. Hier nehmen wir aber jetzt dann 3. Dann nochmal 3. Und dann nochmal 3. Sieht das schon besser aus und wenn wir hier jetzt noch 2 hinmachen, wäre das eigentlich perfekt. Ja, und vielleicht den Pixel hier wegmachen. Naja, okay, dann würde ich den lieber doch noch lassen. Wie würde es aussehen, wenn wir überall noch einen Pixel zusetzen? Sieht, glaube ich, besser aus. Und ich glaube, das lassen wir jetzt auch so. Ja, gut, und dann natürlich hier noch. Hier kommt dann eben noch der Verbindungsstrich hin. Sollte eigentlich passen, ne? Sieht nicht so schlecht aus. Aber ein A ist wirklich extrem schwierig, weil das ja eben so, ja, 2 schräge Striche hat. Aber okay, ich versuch's einfach mal. Wir können das ja dann später immer noch ändern, wenn es jetzt in Minecraft nicht so gut aussieht. Und jetzt müssen wir eben noch die ganzen Pixel hier wegbröckeln. Und dazu werden wir jetzt einfach das Auswahlwerkzeug nehmen und dann einfach ein paar Pixel markieren. Und ich würde eigentlich gleich mal sagen, dass wir hier... Warte, sieht das gut aus, wenn wir hier 2 Pixel wegmachen? Nee, das passt irgendwie nicht dazu. Wenn dann... Übrigens, das hier in der Mitte sieht echt ein bisschen komisch aus. Ich sag nichts weiteres dazu. Okay, dann machen wir einfach mal den Pixel weg. Dann sieht es nicht mehr so aus wie ein XY. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall bei den Seiten ein paar Pixel wegmachen. Hier unten. Und hier. Ja. Und vielleicht da unten noch den Eckdings hier. Passt auf jeden Fall. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, dass wir, ja, hier eher nicht, aber eher hier außen vielleicht. Den Pixel und den hier. Moment, dann mache ich das hier weg. Und der kommt hier dazu. Aber dann fehlt hier noch ein bisschen. Also hier muss auf jeden Fall noch einer weg. Dann sieht es schon besser aus. Aber dann sieht das irgendwie überhaupt nicht mehr wie ein A aus. Ist dann, glaube ich, schon ein bisschen zu krass zerstört. Moment, aber wir haben hier den Strich hier noch nicht zerbröckelt. Das machen wir auch gleich mal, wenn wir die beiden Pixel hier wegmachen. Und vielleicht den hier unten noch.
Ja, ich glaube, das ist wirklich zu krass zerbröckelt. Das ist wirklich krass zerbröckelt. Hier haben wir eigentlich ja nicht so viel gemacht. Da würde ich dann eher, hier oben würde ich dann zum Beispiel den Pixel wegmachen. Und hier hätte ich auch noch gern einen Pixel weggemacht. Okay, ich lasse das jetzt mal so und ich glaube, wir gucken das jetzt direkt mal in Minecraft an, damit wir gucken, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. So, ich bin jetzt im Spiel und habe schon mal den Chat extremst groß gemacht oder so groß wie es geht auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt mal das A schreibe, sieht das echt überraschend gut aus. Ich kann jetzt zwar, ja, es ist, ja gut, normalerweise wäre die Schrift noch kleiner, bedeutet, wenn das jetzt, ja, es ist auf jeden Fall nicht auffällig. Und hier nochmal zum Vergleich alle Zahlen. Und wenn wir jetzt in der Mitte einfach so ein paar A's reinzeichnen, reinschreiben, meine ich, dann ist das, ja, sticht das A auf jeden Fall nicht raus, sondern es sind alle so gleich aufgeteilt. Bedeutet, das A passt auf jeden Fall und da müssen wir auch nicht weiter was ändern. Wobei, wie würde es aussehen, wenn wir den Pixel noch wegmachen? Das würde mich noch schnell interessieren. F3T. So, und jetzt können wir nochmal schreiben. A und dann irgendwelche Zahlen. A. Ja, okay. Machen wir es so, dass wir die Ecke hier, die kleine Ecke hier wegmachen. Also habe ich jetzt schon gemacht. Und dann würde das auf jeden Fall so passen. Gut, dann machen wir jetzt mit B weiter. Gut, dazu werde ich jetzt einfach mal das hier markieren und wieder komplett ausradieren. Und dann können wir auch schon beginnen. So. Ja, normalerweise ist, glaube ich, der obere Kreis von B kleiner als der untere. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Oder, ja, eigentlich ist ja egal, wie wir das machen. Ich werde aber auf jeden Fall das hier rund machen. Also ich werde es auf jeden Fall ein bisschen abrunden. Habe ich ja, glaube ich, hier auch gemacht. Genau. Die 3, die ist hier auch abgerundet. Oder hier die 1. Nee, die 1 nicht. Die 7 ist eigentlich nicht abgerundet. Egal. Gut, dann machen wir es einfach so, wie es mir gefällt. Bedeutet, ich werde hier mal beginnen. Ja gut, das wäre dann ungefähr die Ecke. Wenn die Abrundung, denke ich mal, dass die so passt. Und dann geht das nämlich bis hier und nach unten. Ungefähr so. Und hier wäre dann wieder eine Abrundung. Hier geht es dann rein und dann ungefähr so. Ja, das sieht jetzt momentan noch ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, so würde das extrem gut aussehen, oder? Ist, ja, gut. Naja, ist halt nicht so dick, wie es eigentlich sein soll. Dann müsste das dann ungefähr so sein. Zack, und hier glaube ich auch noch, ja. So würde es schon besser sein, aber ganz ehrlich, das hier gefällt mir überhaupt nicht gut, wenn das so aussieht. Nee, das passt überhaupt nicht. Das hier ist auf jeden Fall zu dünn. Das sieht extrem komisch aus, das kann ich nicht bringen. Und wenn wir vielleicht den Strich hier noch einen nach unten verschieben. Dann wäre das, glaube ich, ja, das wäre dann gleich groß. Aber ist das schlimm, wenn die obere Kugel nicht so groß ist wie die untere? Ich glaube, das ist eigentlich komplett egal beim B. Ich habe keine Ahnung. Also ich mache es immer gleich groß. Moment, wie mache ich das jetzt am besten? Weil ich wiederhole das nochmal am besten. Ach so, kann ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schlecht, okay. Aber das kommt auf jeden Fall nach unten. Und der Strich, den radiere ich mal aus. Am besten den hier auch. So, damit mich das jetzt nicht irritiert. Okay. So wäre das ungefähr. So, und hier mache ich das nochmal dick. Und hier müssen wir jetzt irgendwie eine Abrundung reinkriegen, damit es dann wirklich aussieht wie ein B und nicht wie eine 8, wie jetzt gerade. Okay, die 4 Pixel kommen auf jeden Fall mal raus. Wobei. Das würde ja schon wie ein B aussehen, aber das ist halt nicht auffällig genug. Dann müssen wir das auf jeden Fall bis hier hinein wachsen lassen, also die Abrundung. Ich glaube schon, dass das so viel sein muss. Und dann dementsprechend hier noch. Moment, das mache ich weg. Okay, das sieht eigentlich genau so aus wie vorhin gerade wieder. Aber es passt dann auch nicht zusammen mit dem hier oben. Das bedeutet, wir müssen das hier oben auch noch anpassen. Mit dem hier, oder? Eigentlich müssen wir das mit dem gleichsetzen. Okay, das mache ich mal komplett weg hier. Zack. So. Wir haben das so gemacht. Hier haben wir einen Pixel. Dann geht's hier rein.
Und dann hier nach oben. Das machen wir hier genauso. Nee, das sieht ja komplett komisch aus. Ah, ja. Okay, dann muss ich das mal so. Das sieht sowas von komisch aus. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Nee. Hier will ich das übrigens auch noch abrunden. So sieht es wahrscheinlich besser aus. Okay, ich mache nochmal den Bereich hier. Ja, ich. Ja, das sieht also komisch aus. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich glaube, ich muss. Darf den Bereich hier nicht abrunden. Das mache ich auch mal. Wenn ich das hier komplett eckig mache, bedeutet das, das Eck hier oben kommt weg und das hier. So. Das kommt auch mal weg. Das hier unten lasse ich jetzt einfach mal. Ich mache es jetzt einfach mal hier oben. Gut, wie würde das am besten aussehen? So. So sieht's gut aus, oder? Wobei, ich habe das jetzt noch nicht da unten gemacht. Das kopiere ich mal von hier nach hier unten. Stimmt das jetzt? So. Genau, dann muss ich das hier noch wegradieren, dann klappt das wieder. Okay, so sieht's perfekt aus. Das wäre eine perfekte Abrundung. Nur ist das der Bereich jetzt eben noch zu dünn. Das heißt, ich mache hier noch ein paar Pixel rein. Perfekt, oder? Sieht perfekt aus. Aber ich glaube jetzt sogar, dass wir das jetzt nicht so breit gemacht haben, wie es sein soll. Moment, das sind hier 10 Pixel Breite. Und das sind, ach so, das sind auch 10. Okay, dann passt das. Gut. Ich glaube, das Einzige, was nicht gepasst hat, ist, dass wir hier die Pixel weggelassen haben, oder? Weil so sieht es dann, glaube ich, wieder scheiße aus. Ja, so sieht scheiße aus. Dann müssen wir die Pixel hier lassen. Und dann soll es eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Ich gucke mir das mal ohne Zerstörung jetzt schnell im Spiel an. So, jetzt bin ich im Spiel A und B. Ja, B sieht eigentlich perfekt aus. B passt alles, ne? Gut, und wenn wir das jetzt eben noch zerstören, sollte das sehr gut aussehen. Okay, ich mache das jetzt einfach mal. Gut, B. Dann werden wir auf jeden Fall mal hier links anfangen. Und ich setze das mal wieder hier so in die Mitte. Gut, also der Pixel kommt weg. Ich mache jetzt einfach mal über Random Pixel-Zerstörung. Da kann auf jeden Fall noch einer wegkommen. Hier unten. Zack, boom. Hier oben vielleicht noch. Und weg damit. Sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Gut, hier in der Mitte kommt der hier weg und der hier unten. Sehr gut. Und hier wollen wir auch natürlich noch was wegschlagen. Zum Beispiel das hier. Und hier vielleicht. Und dann könnten wir den hier noch zerstören. Wobei, das ist hier ist eigentlich wichtig. Da würde ich eher den Innenpixel hier zerstören. Und, ja, nee, das passt auch nicht. Vielleicht den hier. Und den hier oben. Ich gucke mir das mal an, wie sieht's aus? So, das wäre A und B und das sieht passend aus. Kann man lassen. Ja. Werde ich auch lassen. Perfekt. Dann baue ich hier noch ein paar Bs rein. Okay. Und hier vielleicht noch ein paar As. Gut, passt alles. Und wie sieht es aus mit der 8 und dem B? Kann man auf jeden Fall auseinanderkennen, weil ich habe die 8 ja extrem abgerundet. Gut, dann wäre das B jetzt eigentlich auch schon fertig. Und dann können wir schon mit dem C beginnen. So, dazu werden wir wieder das C hier komplett ausradieren. Zack, weg damit. Und dann können wir schon mal beginnen. Okay. Hier werden wir auf jeden Fall wieder eine Abrundung machen. Bedeutet, das wäre eine klassische Abrundung bei mir. Zack, abgerundet. Hier kommt ein Strich hin. Wobei, wir können das C auch noch stärker abrunden. Denn C hat eigentlich keine geraden Linien, sondern ist wirklich komplett rund. Dann machen wir das am besten so, dass wir 5 Pixel hier machen. Oder machen wir eine smoothige Abrundung, würde ich schon sagen. Damit meine ich, dass wir hier 2 Pixel ungefähr setzen. Ja, das ist, glaube ich, noch zu weit weg, zu nahe. 2 Pixel. Hier unten dann natürlich auch. Das war hier. Oder stimmt das? Ja. Gut. Die Markierung würde ich übrigens immer lassen, weil sonst könnt ihr nicht wissen, ob ihr jetzt rausgezeichnet habt oder ob ihr noch drinnen seid.
Gut, dann kommen hier zwei Pixel hin, hier kommt ein Einzel hin, 2, 2. Okay, das ist schon mal eine perfekte Abrundung. 2, 1, 2. Zack. Okay, das haben, da haben wir schon mal eine perfekte Verbindung. Und das müssen wir hier jetzt auch noch machen. Okay. Na, da haben wir ein bisschen wenig Platz, wie es aussieht. Nee, da müssen wir das schon so machen. Zack. Dann vielleicht hier rein. Ups, wo bin ich denn gehört? Oh, ah, hier. Okay. Sieht auf jeden Fall wie ein C aus. Vielleicht lassen wir die Pixel hier weg. Sieht dann, glaube ich, besser aus. Ja. Gut, und wir müssen das Ganze natürlich noch dicker machen. Bedeutet, ich mache jetzt innen einfach überall einen Pixel dazu. Ich fange jetzt hier mal an. Zack. Hier, hier. Dann hier. Und hier wahrscheinlich eigentlich auch noch. Genau. Gut, dann haben wir das C dick gemacht. Oder sieht es besser aus, wenn wir das so machen? Ja, schon, oder? Ja. Okay, dann gucken wir das C mal im Spiel an. So, das wäre jetzt das C. Ja, sieht perfekt aus. Kann man auf jeden Fall lassen. ABC. Gut. Perfekt abgerundet. Sieht schön aus. Dann werden wir jetzt noch ein paar Stückel, ein Bröckel, ja, ein bisschen ein paar Pixels. Wir werden jetzt noch ein paar Pixel zerstören. Gut, das würde ich auf jeden Fall hier mal machen. Hier einen, ja, vielleicht nicht unbedingt hier, aber hier einen Pixel wegschlagen, hier einen. Dann auf jeden Fall hier, ja, nicht unbedingt hier. Das kommt weg. Hier auf, ja, ich weiß nicht, da hier bei diesen Ecken ist das vielleicht ein kleines Problemchen. Aber hier können wir auf jeden Fall einen zerstören. Oder sieht es besser aus, wenn wir den hier zerstören? Ich glaube schon. Der kommt weg. Zack. Der kann auch weg. Hier auf jeden Fall und ja, hier ist wieder so eine komische Situation. Und vielleicht noch den hier. Das kommt weg alles. Zack. Okay. Sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen krass dünn aus, oder? Ich gucke mir das mal an. Wobei, im Spiel sieht das jetzt eigentlich ganz okay aus. Kann man das lassen? Vielleicht hier oben noch. Moment, das gucke ich mir nochmal an. Hier oben ist. Was haben wir hier zerstört? Ich glaube, den Pixel haben wir weggemacht. Kann das sein? Ja, den haben wir weggemacht. Okay, wenn wir den dazusetzen. Nee, den haben wir nicht weggemacht, oder? Ist das der? Eins, zwei. Ah, doch, das stimmt schon. Genau, den haben wir weggemacht. Dann. Vielleicht sieht es besser aus, wenn wir den hier zerstören. Das können wir auch mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht unbedingt. Dann würde ich lieber das alte lassen. So, C. Wobei, es sieht nicht schlecht aus. Ja. Okay, dann würde ich das C auf jeden Fall lassen. Das ist auf jeden Fall passend. Beim C kann man halt nicht so viel zerstören, damit es nicht zu dünn aussieht. Und jetzt setze ich irgendwo noch ein paar Zahlen rein. Ja. Gut, passt alles zusammen. Und dann hätten wir jetzt eigentlich ABC schon geschafft. ABC. Ja, das wären die Buchstaben. Ihr könnt die Buchstaben natürlich wieder von 1 plus bis 6 minus bewerten. 6 minus wäre dann das Schlechteste. Und stimmt auf jeden Fall wieder ab beim Store-Pull-Link, was ihr als nächstes haben wollt. Und ich würde natürlich wieder die Buchstaben D, E, F reinpacken. Die könnt ihr dann wieder abstimmen, wenn ihr das mit der Schriftart, wenn euch das gefällt eben. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und natürlich könnt ihr wieder das Tutorial-Pack auf der Webseite tutorialpack.gymnode.com/downloads runterladen. Und dann verabschiede ich mich. Haut rein, ciao und bis zum nächsten Mal.